Hallo, ich bin Jessica und ich erkläre euch heute, was wir gegen den Sanierungsstau an den Kieler Schulen tun wollen und was das Ganze mit Haushaltsrecht zu tun hat. Nicht nur in Kiel, sondern in ganz Deutschland haben wir ein Problem. Durch die klammen Kommunen wurde sehr lange nicht in die Schulen investiert. Dadurch hat sich allein in Kiel ein Sanierungsstau von 600 Millionen Euro aufgehäuft. Das ist sehr viel, weil der Kieler Haushalt nur 1 Milliarde Euro pro Jahr umfasst. Um diesem Problem zu begegnen, hat die Stadt Kiel ein Konzept erstellt, um den Schulbau schneller und effizienter zu gestalten. Die Vorlage Kiel macht Schule findet ihr im Ratsinformationssystem unter folgender Drucksachennummer. Die Herausforderung ist, dass der Sanierungsstau so groß ist, dass die Verwaltung mit ihren eigenen personellen Ressourcen diese Aufgabe nicht mehr bewältigen kann. Darum werden jetzt viele Aufgaben, die nicht die Kommune machen muss, an externe Unternehmen vergeben. Aber warum muss so ein Schulgebäude eigentlich saniert, neu gebaut oder auch angebaut werden? Der einfachste Grund ist natürlich, so ein Gebäude hält nicht ewig und deswegen muss immer wieder renoviert werden. Es gibt aber noch viele, viele andere Gründe. Zum Beispiel hat die Ganztagsbetreuung zugenommen, die pädagogischen Konzepte haben sich verändert, die Schulen müssen digitalisiert werden. Für den Klimaschutz brauchen wir natürlich auch eine entsprechende Wärmesanierung und in manchen Stadtteilen sind die SchülerInnenzahlen stark gestiegen. Gesteuert werden diese ganzen Bedarfe in der sogenannten Schulentwicklungsplanung. Das ist eine Gruppe, die sich aus Menschen aus der Kommunalpolitik und aus der Verwaltung zusammensetzt. Dort werden zum Beispiel die ganzen Bauprojekte priorisiert. Die Digitalisierung stellt die Schulgebäude übrigens vor eine besondere Herausforderung, weil man damals ja noch gar nicht wusste, dass man so viel Strom für digitale Endgeräte und stabile Datennetze brauchen würde. Wie ich ja am Anfang schon einmal erwähnt habe, hat die Verwaltung nicht genug personale Ressourcen. Deswegen werden jetzt ganz viele Aufgaben an externe Unternehmen vergeben. So hat es zum Beispiel auch Hamburg gemacht. Bei der Kommune bleiben dann nur noch Aufgaben, die die Kommune selber machen muss, zum Beispiel rechtliche oder finanzielle Sachen, die Bauaufsicht natürlich und die Koordination. Da das Vergaberecht eigentlich vorsieht, dass jedes Gewerk einzeln an die Unternehmen vergeben werden muss, was eigentlich ein ziemlicher Kleinkleckerkram ist, sieht das Konzept außerdem vor, dass diese Vergaben gebündelt werden. Das geht zum Beispiel in Form von einem Generalunternehmen, einem Totalunternehmen oder einer öffentlich-privaten Partnerschaft. Wie ihr in der Grafik sehen könnt, werden hier die Aufgaben unterschiedlich gebündelt. Während eine GU tatsächlich nur den Bau übernimmt, übernimmt eine öffentlich-private Partnerschaft auch die Finanzierung und den späteren Betrieb. In der letzten Ratsversammlung hat die CDU einen Antrag gestellt, dass wir jedes Jahr 30 Millionen Euro in den Schulbau investieren sollen. Auf den ersten Blick ist es erstmal ein gutes Signal. Leider ist es haushaltsrechtlich überhaupt gar nicht zulässig, weil es gegen die sogenannten Haushaltsgrundsätze verstößt. Die Haushaltsgrundsätze, die ich euch hier einmal eingeblendet habe, legen fest, wie eine Kommune einen Haushalt aufzustellen hat. Es ist sozusagen die Bibel der Kämmerei. Hier gibt es zum Beispiel den Grundsatz der Öffentlichkeit, aber eben auch der Jährlichkeit. Das heißt, ein Haushalt muss immer jährlich beschlossen werden. Wir können also jetzt nicht beschließen, dass wir 10 Jahre lang jedes Jahr 30 Millionen Euro in den Schulbau investieren. Wir können uns das eigentlich nur vornehmen. Und das müsste die CDU eigentlich wissen. Außerdem hat der Schulbau bereits einen gesicherten Platz in unserem Haushalt. Wir haben nämlich 2019 ein Papier beschlossen mit dem Namen Grundsätze für eine nachhaltige Finanzwirtschaft. Die Drucksachennummer habe ich euch unten einmal eingeblendet. Mit diesen Grundsätzen der nachhaltigen Finanzwirtschaft wurden Investitionskorridore geschaffen, die ihr zum Beispiel im Vorbericht unseres Haushaltes nachlesen könnt. Mit diesen Investitionskorridoren werden wichtige Investitionen mittelfristig, also über mehrere Jahre, abgesichert. Außerdem haben wir uns mit diesem Papier strengere Regeln auferlegt. Wir dürfen also nur dann Investitionen in den Haushalt einstellen, wenn ein Bauprojekt eine bestimmte Planungsreife hat. Das ist deswegen so wichtig, weil in dem Moment, wo unser Haushalt genehmigungspflichtig wird er dann, wenn er zum Beispiel im Minus ist, dann fordert das Innenministerium eine gewisse Umsetzungsquote bei den Investitionen. Das heißt letztendlich nichts anderes, dass das Geld, was wir in den Haushalt eingestellt haben, dass das in diesem Jahr dann auch ausgegeben werden muss. Genau aus diesem Grund ist es nicht möglich, einfach blind und pauschal 30 Millionen Euro für den Schulbau in den Haushalt einzustellen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Wenn ihr weitere Fragen habt, dann schreibt sie einfach in die Comments und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann abonniert meinen Kanal.